Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Westfale-Video und mal wieder zu einem Update zu Juicy Fields. Ich zeige euch, was es Neues gibt und was auf der Juicy Fields Case Website so los ist. Bevor wir hier ins Video reinstarten, einmal natürlich der Disclaimer. Stoppt das Video hier, liest ihr das durch und dann dürfte rechtlich eigentlich alles safe sein. Und vielleicht auch direkt nochmal eine Ankündigung für das morgige Video. Da würde ich gerne über einen Anbieter für ein Cannabis-Investment-Optionen bieten, der legit ist, dem man vertrauen kann, der realistische Konditionen anbietet. Schaut euch das vielleicht morgen mal an, wenn ihr generell in dieser Industrie interessiert seid. Ich kann Alex natürlich auch jeden verstehen, der sagt, er will damit nichts mehr zu tun haben. Gut, also es gab den Newsletter, den es in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gibt. Und da gibt es ein paar News, die wir kurz besprechen wollen. Zum einen soll die Website upgedatet werden. Es wird eine FAQ-Section geben. Finde ich jetzt nicht besonders relevant. Das ist ein ganz interessanter Part hier. In der EU sollen die Produkte, da geht es wahrscheinlich vor allen Dingen um die Produkte aus ihrem Store, den sie vor einiger Zeit vorgestellt haben, demnächst ausgeliefert werden. Na, ich finde es schon ein bisschen schwach, dass das so lange gedauert hat. Also das heißt, da haben Leute bestellt und haben jetzt mal locker einen Monat gewartet. Die mir ehrlich gesagt nicht so überzeugend. Und dann ist es natürlich so, dass THC-Produkte in vielen europäischen Ländern nicht erlaubt sind und sie sagen, sie wollen das umgehen, indem sie ein HHC-Produkt ausliefern. Soll wohl auch eine Substanz sein, die einen high macht. Ich kann mir auch da wiederum nicht vorstellen, dass das legal ist, einfach eine Droge durch eine andere zu ersetzen. Klingt für mich nicht so wahnsinnig überzeugend. Was sie dann hier probieren in diesem nächsten Absatz ist, dass sie versuchen, Influencer und andere Leute dazu zu bringen, für sie zu werben, indem sie hier verschiedene Preise ausloben. Das ist sicherlich etwas, was ich nicht tun werde. Hier wird es keinen Link von mir zu Juicy Fields geben. Ich versuche einfach nur über das Projekt zu berichten. Und sie loben halt hier 5.000 € aus für das beste Video und dann so ein bisschen Merch-Quatsch, also irgendwie eine Kappe, ein T-Shirt und so weiter. Naja. Also da kann man sich austoben, wenn man möchte. Ja, und dann noch vielleicht was zum Personal. Sie sagen, dass die CLO und CTO-Positionen gefüllt wurden, also dass da jemand eingestellt wurde. CLO ist, denke ich, Chief Logistics Officer, nehme ich an. Und CTO ist normalerweise Chief Technology Officer. Gut, da haben sie dann zwei weitere Jobs wohl gefüllt. Ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht. Wäre halt wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn dieses Rescue-Team sich offenbaren würde mal, wenn es das überhaupt gibt. Ja, und dann sagen sie sich halt nochmal, naja, wenn du auf unserem Store einkaufst, hilfst du uns natürlich, das Refund-Problem zu lösen. Auch das kann man glauben oder auch nicht. Was ich spannend finde, ist diese Website hier, Juicy Fields Case. Die verlinke ich euch, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und vor allem jetzt hier so den letzten Blogartikel, den fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar sagen sie hier, dass das Juicy Fields System im Prinzip eine Kopie eines alten Systems ist, was Recyclix sich nennt. Bei Recyclix ging es darum, dass man im Prinzip in Müll investieren konnte, aus dem dann Plastikpellets gemacht wurden oder angeblich gemacht wurden und die dann mit Rendite verkauft werden. Auch hier wurden ziemlich krasse Renditen versprochen, wie man hier sieht, diese 40% Return of Invest. Und das war ein großer Scam. Das Ganze war 2015, war, glaube ich, eine polnische Firma. Lest euch den Artikel gerne mal durch, es ist sehr, sehr spannend zu sehen. Insbesondere auch, also zum einen gibt es direkte Links zu Juicy Fields, das heißt, die involvierten Personen sind die gleichen. Aber auch das ganze System, dass es erst das Projekt gibt, also in diesem Fall Recyclix, das ist dann kaputt gegangen. Hier haben sie gesagt, ihre Recyclingfirma ist abgebrannt, wer es glaubt. Aber auch dann, dass es auch bei Recyclix so ein Rescue-Team, hier nennt es sich Crisis Management Team gab, nach dem Exit. Da ist schon sehr, sehr viel sehr ähnlich zu Juicy Fields. Scheint also wirklich das gleiche Pattern zu sein. Und wenn es in der Tat die gleichen Leute sind, die darin involviert sind, ist es natürlich auch nicht weiter überraschend.
Ja, also das fand ich schon sehr erhellend. Ich kann mich erinnern, dass das auch schon mal vor einiger Zeit jemand in den Kommentaren erwähnt hat, dass es da interessante Parallelen gibt. Treiben wir uns mal ein bisschen weiter noch auf dieser Seite rum. Das ist wirklich ganz spannend. Hier ist unglaublich viel zusammengetragen. Also es werden halt verschiedene Artikel über den Juicy Fields Scam eben dargestellt. Und es wird hingewiesen auf diese Cannabis Cowboys Episoden, die hatte ich euch vor einiger Zeit schon mal dargestellt. Es wird sehr, sehr klar davor gewarnt, denen Ausweisdokumente oder irgendwelche andere Identitätsdokumente zukommen zu lassen. Ich habe, ich glaube, in der Telegram-Gruppe auch davon gelesen, dass es Beispiele für Identitätsklau gab. Ich glaube, es ist wichtig hier zu unterscheiden, dass das die eine Geschichte ist, diese Juicy Fields Rescue-Gruppe, was sich von dem unterscheidet, was der Insolvenzverwalter in den Niederlanden sind. Das sind schon zwei Paar Schuhe, das kann man nicht in einen Topf werfen. Wie ernst zu nehmen das mit dem Identitätsdiebstahl ist, was da wirklich passiert ist, kann ich nicht beurteilen. Das muss auch jeder dann natürlich für sich selber beurteilen, ob er dieses Risiko eingehen möchte oder nicht. Vielleicht nochmal ganz wichtig, auch wer ist hinter der Plattform? Das ist Lars Olofsson. Und hier kriegen wir auch ein bisschen Informationen über Lars. Schönes Bildchen. Und genau, er ist scheinbar ein Anwalt mit langjähriger Erfahrung. Ich habe den jetzt nicht im Detail gegoogelt oder so. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wie legit das Ganze hier ist. Für mich ist das eine Blogseite. Ich informiere mich hier gerne, behalte so ein bisschen einen Überblick, was gerade abläuft, wie der Stand der Dinge ist. Das war es aber auch. Mein Stand bei Juicy Fields ist, dass ich bei diesem Rescue-Team nie irgendwas eingereicht habe, sondern nur bei dem Insolvenzverwalter, wo ich davon ausgehe, dass das okay ist. Und da habe ich aber auch nichts weiter gehört. Da gab es irgendwann mal eine Bestätigung, ja, ist eingereicht. Aber das war es dann auch. Und ob da wirklich jemals was zurückkommt, ich denke, für mich als kleinen Anleger ist die Position in der Schlange der Leute, die da Geld wollen, so weit hinten, dass da wahrscheinlich nicht viel zu holen ist. Aber warum nicht, ne? Und das finde ich auch hier ganz spannend. Walk of Shame nennen sie das. The Facilitators, da findet man leider nichts. Da habe ich hier gerade nochmal den Link gesehen. Vielleicht muss man nach irgendwas suchen, keine Ahnung. Also da könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen natürlich. Und dann gibt es hier den Medienabschnitt, wo man die Blogs-Artikel sieht. Die habe ich gerade schon mal, das habe ich gerade schon mal gezeigt, da ist jetzt nichts Neues. Vielleicht gucken wir nochmal kurz, was es so an Videos gibt. Da sollte man mich ja eigentlich verlinken hier, das wäre eigentlich passend. Genau, hier gibt es dann mal verschiedene, auch wo der Lars Olofsson direkt über die Sache spricht. Das ist eigentlich ganz spannend. Guckt euch das gerne mal an. Genau, hier sieht man ihn auch. Das ist natürlich schon mal eine gute Geschichte, dass er sich hier wirklich zeigt, ne? Das ist etwas, was viele von den anderen Projekten halt nicht machen. Und auch dieses Juicy Fields Rescue Team zeigt sich ja nicht, während er hier offensichtlich wirklich Gesicht zeigt. Das ist gut. Das ist wirklich sehr vertrauenserweckend. Und Podcast geht wahrscheinlich dann für die, genau, da geht es um die Cannabis Cowboys. Okay, das soll es für heute eigentlich gewesen sein. Sagt mir gerne, ob ihr mehr Juicy Fields News wollt. Und wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, den Kanal abonniert und einen Daumen nach oben macht. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.